So, jetzt kann es aber losgehen. Jetzt kann es endlich losgehen. Herrlich. Was hier los ist, ist unfassbar. Jens, ich grüße dich. Christian, die erste Eule. Die erste Eule ist eingetroffen. Das, der Kritikpunkt ist, die ist nicht ausgestopft. Die muss mindestens... Also muss sie größer sein und ausgestopft sein. Zu Lebzeiten 7 Kilo gehabt. Ja, schöne ausgewachsene Eule. So, heute Doppelfolge. Heute Doppelfolge. Wir haben viel vor uns. Ja, da können wir uns ja Zeit nehmen. Nee, komm, wir haben... Können wir das Desaster eigentlich erzählen von der Packstation? Das Desaster? Nee, das muss man für dich behalten. Das muss man schweigend genießen. Na, warte mal. Liest du? Du kannst das endlich verlesen. Oh, da musst du öfter, da musst du schmeißen. Wenn du das schneller machst, das ist gut. Nein, das ist sehr gut. Ich weiß wieder nervös. Herrlich. Kannst du bitte mal das auspacken alles? Ja. Bitte. Moment. Bitte. Ich will die Pappe. Ja, das sieht man nicht. Och, was ist denn das? Das ist nicht so wütend. Nicht, das sind, bist du wahnsinnig. Ja, klar. Das ist glaub mal der Mozart. Ist runtergefallen. Hier muss Harmonie reinkommen. Wir sind zu nüchtern. Der Mozart ist runtergefallen. Ein Gruß von Max Herzberg. Ein Gruß von Brödli. Schickt mir Brödli und bitte die grüne Flasche im Video probieren. Feinster Likör. Mojito. El Fuego. 15%. Grüße an das 10 Liter Medenvieh. Von Moschdemer. Der Moschdemer. Guten Flug hat er gehabt im Übrigen. Er sitzt in irgendeinem Zug, der sich gerade durch Deutschland quält. Danke für den Mozart. Was ist das? Schlitzer. Von Hand gemacht. Ein guter Edelkorn. Schickt mir Edelkorn. Mojito, ich muss dann mit der Straßenbahn fahren. Oh Gott, das schmeckt man nicht. Das ist ja. Das ist ein bisschen warm, aber sonst. Das ist ja 15%, das kann man. Das ist gefährlich, solche Getränke. Ich will das mal ganz schnell wegstellen. Kann ich, das ist ja, muss ich die Flaschen hart verteidigen heute? Wenn du die nicht nach rechts stellst, bitte? Ich kann aber vielleicht nicht nach links stellen. Aber, gut, ne? Aber ich muss nur merken, wo die stehen. Ja, am Ende, ja. Ne, wir haben gerade. Der Schweiß tropft schon wieder. Ja, das ist war ganz anstrengend gerade an der Parkstation. Mach mal weiter, ich muss ein kleines Körbchen holen. Das schmeckt über ein Körbchen. Wollen wir jetzt in die Pilze gehen oder was? Hier, es war. Ja, der schmeckt wie ein Zähneputzen. Was ist das? Jeden Tag Feinwaschmittel. Pfeffi-Freund leugne ich das. Nee, Pfeffi, ja, eher schmeckt er wie Pfeffi. Ja. Hier ist kein Zettel drin. Das ist nicht so schlimm. Schickt mehr. Weniger Feinwaschmittel. Nee, das war das Seitbild letztens. Da gab es aber was nur noch. Was macht denn der damit? Waschen. Sich? Na gut. Was macht denn der damit? Da fragt er. Das ist wirklich herrlich. Schickt nach Feinwaschmittel. Ich hoffe und denke an Holzner. Das wäre doch. Oder ein Kanisterle. Wasser! Ja, naturell, ohne Druck, immer dieser Druck, dieser unmenschliche 6,48 Kilo. Das willst du schon aus dem Kopf? Ja. Das ist immer aufregend, und dann kann man einen Gruß von Nurdan machen. Nicht die Nachnamen. Oh, Entschuldigung, Nurdan. Das Datenschutzvieh. Datenschutz, sehr geehrter Herr Furzberg, der Datenschutz greift. Mit diesem Geschenk danke ich Ihnen für all die schönen Bewegtbildproduktionen, die mir oftmals den Tag retten. Du bist gerade über den Datenschutz gestürzt. Wann haben Sie wieder vor, den Westen zu besuchen? Von Ogi. Max? Zum Release der Klamotten. In einem Monat. In einem Monat besucht er den Westen. Da wirst du aber nie ankommen. Wenn ihr das Video seht, erst in 3 Wochen. Max, du wirst dort nie ankommen. Was ist denn jetzt? Nein, du weißt nicht, was ich damit meine. Gibst du das mit? Nein, weil ihr fahrt mit einem Fahrzeug. Ach so. Wo ich stark vermute, dass er nie so 200 Kilometer kommt. Das ist möglich, das ist möglich. Wieso packst du meine... Wir haben Druck. Immer dieser Druck. Ein Gruß. Immer in was nur, das hört man sich nicht. Das ist, die Leute beschweren sich. Immer nur ein was. Schnell, rapide auspacken. Entweder ich mache Leberwurst oder Blutwurst. Was ist denn so aufgeregt? Oh. Schickt mir Leo, ich wurde erhört in der Glasflasche. Darf ich jetzt lesen? Ein Gruß von Tom, viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Grüß sei die wilde Hilde. Die wilde Hilde-Gang von Delmenhorster Oberbürgermeister. Grüße gehen ans Rathaus. Leo, das ist sehr schön. Das ist mal was Schönes. Und die Zettel wegschmeißen. Und der Klassiker, Monte Bianco. Wo ist der Zettel? Der liegt hier. Oder ist der, haben wir den schon mal vorgelesen? Ein Gruß von Tom. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Gegrüßt sei die wilde Hildegang. Hä?
Hatte ich das schon mal vorgelesen? Hast du das schon mal vorgelesen? Da kannst du mal sehen, wie wir unser Gehirn versurfen haben. Das habe ich vor 20 Sekunden. Ist das derselbe Zettel? Das ist derselbe Zettel. Vermute ich mal. Ich weiß nicht. Ich hätte mich jetzt streiten können. Ich werde mich nie unterbrechen. Wir streiten. Wir streiten selbst in den Leben. Willst du es genießen? Auf keinen Fall. Also jetzt nicht. Zeit noch. Man darf nicht zugleich reden und auspacken. Wir sind ja auch Männer, wir können mal einem was. Eben. Wir schneller machen, was ist denn das? Ui! Pistazio, Liköre aus Pistazien, geil. Prodotto in Italia, das ist geil. Im Übrigenspiel geht heute die EM los, Italien gegen die Türkei. Ich werde mich jetzt nicht äußern, für wen ich... Türkei! Ich habe ein original Türkei-Nationaltrikot, das kriege ich. Aber auch ein italienisches. Ein Gruß von Maximilian. Hintereinander darf ich nicht sagen. Gruß von Free Cannabis, nicht 95. Ich kann Englisch. Wenn der Onkel bei der nächsten Gin-Verkostung deines Vaters dabei sein darf, auf keinen Fall, und es im Video zu sehen sein wird, werde ich dir 2 Fässer Brühe schicken. Das ist es mir nicht wert. Oh, da fehlt mir eine Null. Der Onkel, der kriegt mal auf die Nase. Hallo, bitte ganz schweigen. Der Onkel ist mein Freund, das ist ein ganz lieber Ort. Das ist mal was ganz Süßes. Das Bunkervieh. Ich krieg das nie aus dem Raum. Ich will das immer alles nach rechts. Das ist das menschliche Eichhörnchen. Aber nur Schnaps. Yay, yeah, die Mädchen das hier war das gerade. Das ist hier was umgefallen. Das ist schwer wie Sau. Nein, das ist hier ein Kanister. Ah, schickt weniger Kanister. Ja, wirklich. Richtig. Das ist, ich ahne hier schon wieder ganz Schlimmes. Schickt weniger Kanister. Was ist denn das? Ach nee. Oh. Warte mal. Das jetzt? Warte mal. Linsen mit Suppengrün. Schickt weniger Linsen. Warte mal, das wird die nicht aus. Das geht direkt. Warte mal. Ein Gruß von Alexander. Lieber Herr Herzberg, ich wünsche Ihnen guten Hunger mit dieser edlen Mahlzeit. Man könnte es nicht besser beschreiben. Nein. Viele Grüße aus Leipzig vom Huhnhutmann. Das ist ein Wort, das müsste auch mal sprechen. Das ist schwer. Grüße mal bitte noch. Was noch? Die Suff-Partei aus Zwenkau. Vielen Uterus. PS, kann ich nie vorlesen. Vielen Uterus. Nee, PS, schickt mehr Linsen. Bitte keine Linsen. Nee, eben. Der Olaf freut sich. Der Olaf, der will Linsen, kann er gar nicht essen. Nicht! Das waren die Linsen, sorry. Die Flatulenzen oder wie heißt das? Mach mal weiter hier. Ja, ich mich nicht an, jetzt ist das unter Biothek. Das ist mein Paket. Das ist doch mal mein Paket. Ich darf im Übrigen nicht im Stehen auspacken, was mir sehr missfällt. Im zweiten Teil. Es wird einen zweiten Teil geben. Oh ja. Das ist übrigens sehr... Oh, jetzt muss ich mal aufstehen. Ist mir egal. Ach so, da bin ich ja nicht mehr am Bild. Ja, eben. Die Biothek sind meine Freunde. Ich hallo, Max von Micha. Oh, Arbeitsteilung ist es. Fruchtig, was ist denn das? Frenzels Kirsch von Hand gebraut und abgefüllt. Stammwürze 4,6%. Monaco Sunrise. Jetzt wird's Minisch, Münchner Bier. Monaco Sunrise. Cannabis Club, sowas getraue ich mir nicht zu trinken. Schlossbräu. Aber. Sud, der Sud. Alteingesessene wissen mit dem, im Übrigen, wir werden bald wieder mit dem Sud was zu tun haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Quaschi, du weißt was, ne? Oh ja. Alkoholhaltig. Erst ab 16 Jahren, Max, das ist nichts für dich. Hm. Ist das dort meine? Das ist... Na, tu mal runter. Wir müssen dann noch Armdrücken machen. Wie werden wir dann mal Armdrücken machen, der Max? Ich mache mir langsam Sorgen, wie... Ich mache mir Sorgen um meine Getränke. Das ist eine ganz neue Art der Gier, die sich hier breit macht. Das ist egal. Es muss mehr gegiert werden. Das Gier-Vieh, nee, das Bier... Die Mädengier, so. Ja, hallo, das geht um Getränke. Nicht anfassen. Oh, das ist immer wieder schön. Ist immer wieder schön. Hier auch nicht wieder irgend so was. Was sind das? Das sind jetzt. Das sind für. Jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt. Das darf man auch nicht sagen in Deutschland. Das sind Ordner, Schoner oder wie das ist? Ja, für. Das ist Genderware. Wie hast du mich genannt? Ein Gruß von Daniel. Metal, Leute. Viel Spaß mit dem Premium-Lineal. Hier muss ein Lineal noch drin sein. Damit du täglich deine. Messen kannst. Das hatten wir mal mit 14. Ja, was du da messen kannst. Die Zeit ist ja lange vorbei. Ich bin komplett impotent. Huhn! Gruß von Daniel aus Bayern. Schickt mir ein Lineal. Das ist ein sehr schönes Lineal. Der Aufkleber ist so fest. Wenn du den abmachst, das ist so bleiben krank. Die Rückstände ja, dran. Ja, das ist, schickt das weniger so Rückstände. Guck mal, das ist da. Aber das ist sehr schön. Das ist wie ein bisschen schön. Guck mal, die Blumen. Blumen.
alles voll Blumen. Weg damit. Aber das ist. Das war in dem Livestream. Die Genossen fest. Nein, Blumen hat mal gesagt, das war, glaube ich, ein tschechoslowakischer Film. Da hatte man eine Batterie in sich drin. Blasius, irgendwie hieß der. Vielleicht da weiß es jemand. Nichts draus gemacht. Da lief der mal rum. Ja? Blumen, da hat dann seine Kaselle gehangen. Genau. Vielleicht weiß das jemand. Das weiß ich deswegen, dass bei dem Livestream war das zufällig. Man lernt immer was. Ich dachte, du hast das von dort. Blumen, nein. Ja, ja. Oh, diese Tonlage ist so einfach. Ich habe auch eine Vergangenheit. Über die wollen wir nicht weiter reden. Was ist denn das jetzt hier? Die kommt immer wieder hier zum Vorschein beim Auspacken von Spirituosen. Schick, weniger Erde. Da freut sich die Mutti. Über einen Beutel freut sich die Mutti. Nicht über 50. Nein, ein Beutel Erde. Und das ist eine neue Rezeptur. Neue Erde. Die haben neue die Erde neu erfunden. Bitte nicht. Nicht die Erde aus der Verpackung. Die Erde gibt er mir natürlich sofort in die Hand. Alles bunkerst du da. Nein, ich muss immer ein bisschen das Auge lassen. Was ist? Erde. Nimm noch, Sohn. Ja, Max, du musst noch einen Baum pflanzen. Was ist das? Ich muss noch viel. Linsen mit Suppengrün. Wir werden die Linsen. Ein Gruß von Johannes. Lieber Max, vielen Dank für deine sensationellen Bewegtbildproduktionen. Nicht immer anlecken. Ich grüße das Mädenvieh und meinen geschätzten Kollegen Birning Bustreiber. Der hat einen Burnout beim Busfahren. Von Krankenpfleger Jonas. Oh, hier ist noch was drin. Ich wollte gerade sagen. Oh, das ist Apfelmark. Natursüß. Es ist absolut unterzuckert. Schickt weniger Zucker. Das ist schön. Das ist ein richtig schön Apfelmark. Was ist das? Das ist so krank. Pfefferweiß. Das ist ja Schweißproduktion. Pfefferweiß, das kannst du hier einen Hektar geben. Ich bitte dich. So. Aber das ist ein sehr schöner Apfelmark. Das ist endlich mal was anderes. Oh, Früchtetee, da kriege ich immer Sodbrennen. Und? Was ist denn das? Das ist aber Öl. Da hat wieder der Drucker versagt. Ja. Das kenne ich gar nicht hier. Was ist denn das? Nee, das wollen wir ja nie. Keine Bühne für so ein Mist. Das kenne ich nicht. Das ist politisch mehr erwünscht. Nee, bitte mehr. Nein, das kann ich nicht vorlesen. Nein! Nicht so laut. Was ist da? Oh, das hat die berühmte Unwucht. Das ist eine klassische Unwucht. Hier, seht ihr die Unwucht? Das hat Unwucht. Aber das ist nicht die Unwucht, die ich will. Oder möchte. Ist ja der Lieferschein. Jetzt zerschneide ich klassisch wieder. Das Unwucht-Vieh. Schick weniger Unwucht. Oh nein, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Der Zettel ist noch drin. Das ist die gewünschte Unwucht. Ja, endlich wieder Bier. Ein Gruß von Niklas. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Niklas. Wie gesagt, aus Datenschutzgründen. Lass das mal eingepackt. Es ist Felddienst. Lass es mal eingepackt. Habe ich als Kind. Was hast du gesagt? Als Kind, wer hat das nicht mal gerne gemacht? Nur gedrückt. Also. Ich habe 10 Meter Blasenfolie drin, wenn ich muss. Blasenfolie? Ja, schön. Schickt mehr Felddienst. So, das ist schön. Endlich mal wieder ein Fass Felddienst. Das ist jetzt schon unter diesem Nagel. Was denkst du, was unter diesen Nägeln hier brecht? Hier ist wieder eine Unwucht. Guck mal. Ach, schickt mehr Pakete mit Unwucht. Ich liebe die Unwucht. Ja, und? Das ist einfach nur schön. Ein Gruß von Niklas. Guten Tag, Erzeuger des Sohnes Adlers. Ich bin der Max ist nämlich in einem Horst groß geworden. Ich habe Ihnen feinstes, ich würde mal Getränk dazu sagen wollen, zusammengestellt. Bitte verleihen Sie sich. Verleiben Sie sich ein? Da steht aber verleihen. Ich würde das nie verleihen. Also ein Verleihen. Verleihen? Ich würde nie eine Dose. Ich leih mir mal ein Fass Bier. Ja, genau. Ich krieg's dann leer wieder. Ja. Grüße gehen an den Autismus. Was? Grüßen? Das ist ja alles nicht so einfach. Grüßen gehen an der Autismus-Legion raus und an Arthur das Schwein. Von Niklas, der Don aus Oldenburg. Das wurde nach 2 Versen geschrieben, scheinbar.
Oder nach 7 Jahren Schule, man weiß es nicht. Nein, der Mann, der 2 Verse schickt, hat mindestens Abitur. Ja, logisch, was ist denn jetzt los? Wir müssen Pause. Guck mal. Nicht das. Moment, eins machen wir noch, bevor der Pause. Eins, das ist immer. Komm, eins, greif mal wahllos rein. Walfried Bauch. Keine Namen der Datenschutz. Den guten Mann gibt's wirklich. Da haben wir. Da warst du 12? Ich war nie 12. Oh. Italienisch. Das ist. Weiter geht's. Ja, jetzt sind wir bei 2.0. Also was mir auffällt, es ist heute Biothek, ja, es waren 4-5 Flaschen Bier, aber es ist kaum Bier, ne? Also ich wäre langsam dabei. Aber wir gucken mal, was hier drin ist. Was ist das? Das ist sehr hoch hier. Das ist sehr hoch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Da machst du unbedingt, dass dieser Tisch zusammenbricht. Ach, ist das jetzt ein neuer Hype? Ich hoffe nicht. Linsen. Warte mal. Jetzt wurde mir richtig Angst. Immer vom Körper weg. Kannst du das bitte so aufstellen, dass du die ganze Kiste dann trotzdem noch problemlos ins Auto kriegst? Ich? Ja, du. Ich kann mich hier nicht bedanken, weil... Es gibt doch keinen Grund, sich dafür zu bedanken. Das ist richtig. Ich würde das mal nach unten stellen. Das ist ganz schlecht mit die Zettel. Hier nie, da muss dann noch. Na, die Gebisse müssen da stehen. Gebiss, ich tue das mal her. Wann kommt eigentlich das Cuttermesser-Review? Ich habe jetzt halt noch. Wir haben viel zu wenig Cuttermesser. Das sind alles Linsen, das sind alles tatsächlich Linsen. Da teilen wir die unter den Armen. Kriegt alle der Olaf. Die kriegt alle der Olaf die Linsen. Der Olaf, der muss Linsen. In dem seinem Schlafzimmer möchte ich nicht sein. Schickt der Weißabgleich. Ja, was macht denn der Weißabgleich? Der tut sich schwer, muss ich sagen. Der tut sich gerade, ja, es ist dunkel, es ist finster hier. Finster. Oh, Max. Oh, herrlich. Da gibt es auf jeden Fall 6 Gründe, sich zu bedanken. Sehr schön. Bei wem? Das wissen wir ja nicht. Schickt mir Zettel. Kein Zettel? Nein, es ist leider. Das ist eine Sauerei. Warte mal. Das ist eine richtige Sauerei. Steht immer auf dem Grund? Nein, wirklich nicht. Ich hab da schon geguckt. Ein anonymer Wasserspender. Nestle hat ja seine Finger im Spiel. Wenn ich so weitermache, habe ich bald Nestle hier vor der Tür stehen. Die werden auf meine Wohnung hier Besitz anrichten. Schlimmeres als wenn Nestle vor der Tür steht. Nee, haben die schon mal mit dir geklappt? Ich muss immer wieder sagen, kein Bier bis. Ach gut, wir haben ja 2 Fässer, das zählt schon gar nicht mehr als Bier. Was ist das? Hier, 180 Grad? 180 Grad, das weißt du vor irgendwann was. Bier-Spezialität im Geschenkkarton. Das hört man gern, Max. Guck, dass das ja nicht kaputt geht. Was steht hier? Die deutsche Bierbox. Die Deutschland-Bierbox. Oh, Bierspezialitäten. Schickt mir Bierboxen. Ich bin gar nicht dran mit der Verpackung. So, ja, genau. Oh, das gute Lied. Das ist. Ach, das ist ja alles so aufregend. Ein Bierdeckel. Es gibt Lauterbacher? Ja, das ist. Hat das was mit dem Karl zu tun? Karl, sein Bier. König Pilsener. Das gute Licher, oder Licher, das ausgesprochen wird. Binding. Römerpilz, die guten alten Römer. Wickhühler, das preiswerte. Dann Astra. Ach, niedlich. Das Schwein. Keilerbier. Schickt mir Keilerbier. Nürtenhardenberger. Das gute Kulmbacher aus Franken. Das sind wir glaube ich immer rum. Ja. Der Lauterbacher. Das ist ein schönes Sammelsurium. Das ist eine sehr schöne Kiste, muss ich sagen. Ja. Schickt mir schön. Nein. Hier, guck mal, das ist alles so. Das muss ich mir alles mal bei einer Flasche Lauterbacher. Biertasting. Max, guck dir mal die Bierdeckel an. Das ist alles so schön. Bitburger. Oh, Grüße gehen raus. An die Kooperation? Ja, die wird noch weitergehen. Wäre die Pandemie nicht gekommen? Ich muss mal wieder schreiben. Wäre die Pandemie nicht gekommen, wären wir jetzt schon tot. Mir ist das Bitburger ausgegangen. Ja, und Schafferhofer. Was machst du denn? Oh, ich bin ganz. Solltest du weniger Bierboxen zu mir? Nein, nichts mehr Bierbox. Also die Deutschland-Bierbox ist eine ganz feine Geschichte. Kannst du bitte in den Tisch stellen? In den Tisch? Naja. In den Tisch. Ich muss aber das immer merken, wo was steht. Ja, so. Damit auch ja kein Bier hier vergisst. Nein. Nein. Jetzt wird nichts vergessen. 1,17 Kilogramm. Nein, vergessen. Es muss viel weniger. Henry, bitte. So. Jetzt kann ich wieder. Oh, was ist das? Was ist das? Mignon, das ist eine Batterie.
Likör de, de Fersch, das ist Ferschlikör. Aus Frankreich, das ist völlig übersüßt. Samba einen, also reicht noch 15%. Aua! Das ist eine Hilfsume Flamme, warte mal. Ume! Nicht so laut immer. Ach komm, das. Ein Gruß von Björn. Guten Weibersuff, das könnte man nicht besser ausdrücken. Herr Leber Versorgensberg, das Mädenvieh muss dringend seiner Alkoholsucht freuen. Das ist völliger Blödsinn. Gruß geht an Trompeten Harald, Bämbelbärbel und Hackfressen Harry. Von. Rede ich jetzt nicht vor. Oh Gott, sehr schön, nicht. Aber das ist logisch. Weiß ich nicht, wer soll was trinken? Der frisst so bitte, Kinder. Bitte vorsichtig öffnen. Ah. Ich sehe es ja auch schon. Ich sehe es schon. Das ist aber ganz schlecht. Was machst denn du mit den ganzen Linsen? Ich kann die nie essen. Du musst die alle mitnehmen. Es gibt Flatulenzen. Ja, Bier mit. Yes. Ich kann die nie essen, was die Leute denken müssen. Ich kann, ich die, kann nie die nie essen. Das ist doch Linsen mit Suppengrün in Größenordnung. Zur Strafe wird hier okay Zettel ausgesucht. Ich finde hier kein Zettel. Das bestrafe Vieh. Das ist ja geil. Wieso? Guck dir mal die Linsen an. Nee, bitte nicht. Ist denn bitte, fair? Hier würde ich die hinstellen. Ach, Linsen. Das Vieh mag keine Linsen. Das ist wieder eine Unwucht. Das hat Unwucht. Es gibt viel zu viele Linsen. Das ist wohl wahr, wenn du die alle zählen müsstest. Das ist ja wie bei Aschenbuddel. Im Übrigen ist die gute Frau gestorben. Ich hab's Aschenbrödel. Ach, Aschenbrödel. Nee, Buddel. Buddel. Ein Fassbier. Gottes Willen. Nie wegschmeißen, ich muss er vorlesen. Es geht schon wieder los. Ein Gruß von Laszlo. Irgendwie mit dem guten Ungarn haben wir auch schon was zu tun gehabt. Es wird nie aufhören. Schickt mehr Bier. Das könnte von mir sein, der Satz. So. Vielen Mast. Ja, es ist eine kleine Pyramide heute. Oh, ist das herrlich. Aber vielleicht. Naja, es ist eher Wasser. Schauen wir mal. Das ist alles. Ja. Vielleicht sind es auch Linsen. Nee, Linsen sind es nicht. Es riecht nicht nach Linsen. Isst du gerne Linsen? Nee. 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 Es ist. Boah, das ist doch krank. Felddienst, wieso ist das krank? Ja, weil das nicht mehr normal ist. Ah, schickt mehr Felddienst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Ein Gruß von Benjamin. Oh ja, schickt mehr Bier, ihr Gesichtsmensch. Viele Grüße an Gurkensohn David, Faceless 03, Herr Hetz und an den vollgecremten Schimpansenmüll. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Viel Spaß beim Kampf. Nein? Mit dem Mädenvieh. Viel Spaß beim Trinken mit dem Mädenvieh von Birjamin. Der Weißabgleich ist gerade unter aller Kanone. Der Weißabgleich. Schickt mal Weißabgleich. Was ist das? Wenn ich das hier auspacke, brauche ich eine Leiber. Aber du schaffst es. Ja, wer die ganze Zeit hier Bier entgegennimmt, der muss sich immer strecken. Was mich ein bisschen nervös macht, gut, es sind vier Fässer Verhältnis, ist schon ein bisschen beruhigend, wenn die EM geht los. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dann am Montag trinken wollen. Aber es sind keine Dosen heute gekommen. Oh. Keine Dosen? Oh ja. Oh nein. Ach du mein Gott. Was ist denn das jetzt mit den Linsen? Das ist jetzt hier ein neuer sinnloser Hype. Also, ich hol die Zettel nie raus. Das ist jetzt Linsen. Schickt weniger Linsen. Denkst du, der Onkel freut sich über die Linsen? Willst du denn töten oder was mit den Linsen? Der kriegt die alle. Dort steht noch eine einsame Dose Linsen. Das Der hat sich hier verdrückt. Fällt er aber ein. Ja, komm zu den anderen Linsen. So Max, es ist kalt. Mal unter uns. Ja? Was hast du denn gegen Linsen? Ja, das geht doch nicht. Es sind nicht so viele Linsen. Nicht. Wir machen mal weiter hier. Das ist, irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht heute hier. So, ja? Linsen nur und kein Bier. Oh. Ja, weißt du eigentlich, in welchem Wahnsinn wir uns hier gerade befinden? Ich weiß, ich ahne das. Das ist das ein Gruß von unserem Freund von Robert Zobel. Ist das krank? Lieblich soll es den Morgen wärmen von Maschdener. Es ist immer wieder schön. Maschi, Hagebäck, danke. Nicht mal sterben, Max. Das macht der Alkohol. Kauft mehr Literatur. Ja, schickt, lest. Und schreibt mehr Bücher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Darf ich denn das logistisch? Was ist denn? Nee, die müssen rausgeholt werden aus den Kisten.
Nee. Doch. Wirklich, die müssen alle rausgehen. Nee. Doch, bitte. Bitte, mach es jetzt nicht so schwierig. Mach es mal nicht so anstrengend. Das gibt doch wieder Kreuz. Ja, das ist wichtig. Oh, das gibt doch wieder Kreuz. Die Warenpräsentation ist wichtig. Ah, präsentiert mehr Ware. Ja. Nee, bitte hier an den Tisch. Ja, in zwei Reihen. In zwei Reihen. Wieso schaffst du das? Bist du so optimistisch, dass heute noch ein Bier kommt? Nö. Ach, danke dir. Es ist das Wichtigste, die Ware ordentlich zu präsentieren. Habe ich im zweiten Lehrjahr gehabt. Das hast du im zweiten Lehrjahr gelernt. Ja, stimmt. Unkel, mein Guter. Das ist hier stand aber nicht vom Unkel. Das ist die Hagebäck, die im Unkel versprochen war. Da stand nichts vom Unkel. Jetzt geht das in die zweite Runde mit dem Unkel. Hier, das ist der Unkel. Das wird der Unkel sein. Eine Palette Hagebäck. Wenn hier nichts vom Unkel steht, ist okay Unkel drin. So, warte mal. Die Mädengier. Das ist so schön. Ein Gruß von Robert Zobel. Wer es auspackt, darf es mit nach Hause nehmen. Steht das wirklich dort? Robert, super. Also Max, du hast gehört, wer auspackt, darfst du mit nach Hause nehmen. Klose, du musst dich, glaube ich, mal gerade machen hier. Nein, das gibt eine Massenschlägerei. Ja, in irgendeinem... Warte mal, was kann ich? Aber ich würde mal nicht so sein. Gibt es da eine Dose noch für den Unkel wenigstens? Eine, die hier. Die kriegt der Unkel? Die kriegt der Unkel. Eine kriegt er. Das auspackt, das ist doch krank. Robert, du bist schon mal wieder verrückt. Du bist doch wahnsinnig. Ein Gruß von Robert Zobel. Ich wünsche, dass es mir viele gleich tun und die Bierflut nie aufhört von Moschsteiner. Oh Gott. Aber ich habe den Namen Unkel immer noch nie gelesen. Also der Unkel hat ein Hausrecht auf die Brüste. Also bei drei Paletten Hagebäck. Oh Gott. Robert, so viele Bücher, das geht gar nicht. So viele Bücher kann man gar nicht kaufen. Also, nee. Robert, was geht nicht? Das ist ja der Wahnsinn. Ich war noch wirklich froh hier, wie bei Aldi hier oder wie die alle heißen. Ach du Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass hier Bier drin ist. Ich auch nicht, ich hätte gesagt, das sind Linsen. Ich habe mich auf die ganzen Linsen gefreut. Ja, und dann. Ich mache mal jetzt hier mal so einen Zettel raus hier. Müssen wir mal schauen. Ein Gruß von Robert Zobel. Gruß an Moni Unkel. Gut, okay, hier kommt mein Name vor. Superman, sehr, Sergeant meiner bestimmt, Sergeantenboy und Mädenviehgott. Moschsteiner. Von Moschsteiner. Der Mädengott. Es wird immer kranker. Aber hier kommt der Name Unkel mal vor. Da würde ich jetzt mal sagen, kriegt er zwei Dosen. Und Alter. Hagebäck, schickt mir Hagebäck. Jetzt wird's krank. Ich glaube, der Maschine hat eine Kooperation mit Hagebäck. Ja, ich muss irgendwann nachhaken. Bitte jetzt daneben ich muss mal wir stapeln jetzt schon daneben. Ich muss mal bei Hagebäck im Impressum lesen. Da steht bestimmt Robert Zobel. Wer ist geschätzt, wie er steht. Ich würde mal... Ein Gruß von Robert Zobel. Selbst getestetes Bier. Schön im Abgang und gut im Abpullern. Von Moschsteiner. Junge, der Mann, Max. Der Mann, das ist kein Mann, das ist eine Firma. Juli. Ich kann, nee, das ist Hagebäck. Ich geh fuck mit. Ja, das ist ja krank. Schickt mir Hagebäck. Hagebäck. Oh Gott. Und mal immer Zweitstapel. Ich glaube, hier in irgendeinem Getränkeschützpunkt, die haben nicht mehr. Jetzt gibt es keine Lieferscheine mehr. Das macht mich nervös. Schultheiß, ui. Das gute Berliner Bier. Oh. Na Mensch. Moment, muss ich das mal gucken. Schultheiß. Das haben wir ewig nie getrunken. Boah, das sieht sehr schön aus. Da? Ja. Das sind schöne Dosen, wirklich. Sehr schöne Dosen. Ein Gruß von Laszlo. Das ist unser ungarischer Freund. Der Wunsch des Mädenvieh nach mehr Bier wird natürlich erfüllt. Laszlo. Du hast vollkommen recht, Laszlo. Der Wunsch nach mehr Bier kann nie enden. Das ist Fußball. Stimmt, die EM hat begonnen. Der EM hat Bierverbrauch. Die Bier-EM hat begonnen. Na, was denkst du? Wir haben drei Gruppenspiele. Das ist doch krank. Drei Gruppenspiele? Spiele? Ich kann gar nicht mehr reden. So, wir haben noch eine Packung. Einen haben wir noch. Ohne Lieferschein. Herold zum Moschsteiner. Du bist so verrückt. Herold zum Moschsteiner. Habe ich ja gesagt. Europa stehst an. Mit feinsten Warsteiner. Das hast du gerade unscharf. Europa stehst an und sucht mehr Zettel. Ein Gruß von Georg. Schickt mehr Bier. Das lasse ich weg.
Das lasse ich auch weg, das lasse ich auch weg. Sangrias, lasse ich weg. Katermesser, das lasse ich weg. Schnellöfter, das lasse ich weg. Katzenfutter, das lasse ich weg. Eulen, das lasse ich weg. Und so weiter. Von Uga. Das ist ein schöner Brief, muss ich sagen. Das ist ein sehr schöner Brief. Das muss ich weglassen, weil sonst geht das alles. EM-Bier. Ich muss einen neuen Stapel aufmachen. Leg's mal. Ja, ja, Max. Also ich, worüber stößt an? Also ich würde mal anlässlich dieses Stapels hier meine Frage in den Raum werfen. Ja, ist das genug Bier? Für die EM jetzt oder meinst du allgemein? Ha, weiter geht's! Weiter geht's! Der Weißabgleich! Schickt weniger. Also wie gesagt, mit dem Bier. Also ohne Witz jetzt, Leute. Zwischendurch war jemand hier und hat die ganzen Linsen mitgenommen. Das war ein ganz liebes Mädel. Ja, das stimmt. Ein ganz liebes Mädel. Ein Gruß von Christopher. Sehr geehrter Herr Blumenberg. Hier, das riecht gleich. Blumen. Hier noch Blumen. Hier noch eine Ladung Erde für den heimischen Gebrauch. Schickt. Nein, das lese ich nicht vor. Von Gordon Ramsey. Viel Vergnügen mit der Erde. Schickt. Nein. Von Max Agrarwirtschaftslehrenberg. Ist der Gordon Ramsays? Ja, habe ich schon mal gehört. Ein Koch ist das, der pflegt immer die Leute ein. Das ist schön. Ein guter Mann ist das. Das ist ein guter. Kitchen, Erde für Obst, Gemüse und Kräuter. Das ist im Prinzip was ganz Feines. Stand da zufällig drin, dass da mehr geschickt werden sollte von? Nee, habe ich nie gelesen. Oh gut. Erde für Obst, Gemüse und Kräuter. Ja, komm, mach weiter jetzt, das riecht nach Erde. Das riecht sehr stark nach Erde. Aber das ist ja, weißt du, ja, also wenn... Schaffst du das? Ja! Ja, ich weiß, eine Kräuterhexe. So, was ist das? Für die Mutter? Nein. Also, nee, das ist eine Hexe, nehme ich zurück. Ich sehe es schon. Ne, die macht das wirklich hier so schön. Und das ist jetzt hier ein Schnellhefter, der sehr gut verpackt worden ist. Nochmal. Das ist nochmal ein schön verpackter Schnellhefter. Hier, Vater. Ein Gruß von Sebastian. Vater. Ordnung muss sein, von Ordnerlord. Guck mal. Ich hab's ja alle hier untergekriegt. Das riecht nach der Rum, sieht das aus. Und Max, stell den gleich mal dazu. Der passt nicht, passt nicht. Ah, das war, was nicht passt. Oh, von Herold sogar. Ach, von Herold zum Maschnehmer. Herold! Nee? Ach, das ist hier, das hatten wir ja in der Warne heute. Ich vermute das ganz stark. Nee? Ach, das kann ich irgendwann mitnehmen. Ja, von Haie, das ist, ja? Es gibt nie genug. Das braucht er ja wirklich zufällig jetzt. Aber ja, ich brauch. Ich weiß, ob der das wirklich braucht. Aber na, für das neu Verlegte? Ja, aber na, ja. Sebastian, sehr geehrter Herr Kiesberg. In Ihrem letzten Film haben Sie einen Aufruf gestartet. Herr Kiesberg, das ist eine Lüge. Sie müssen völlig geistig im Nachtig gewesen sein. Aber man beachtet das. Guck mal, hier kann man seine Finger, wenn man es denn hinkriegt, durchstecken und mit drei, die sogenannte Drei-Finger-Technik. Sand. Ja, Grüße gehen raus. Ah, egal. Das wär meine eigene Verwandtschaft, die ich jetzt hier beschimpfen würde. Deswegen lasse ich es lieber sein. Es ist schlecht, Mutterwitze zu machen, wenn man mit seinem eigenen Vater was abwitzt. Das ist ein schöner Mutterwitz, muss eigentlich. Ein Altherrenwitz müssen wir mal erzählen irgendwann. Wie denn jetzt hier? Das hätten wir der guten Frau noch mitgeben. Was ist denn das? Das kenne ich auch nicht. Grüße gehen raus an Nabil. Kennst du ihn, Nabil? Das ist der Mann, der immer so viel schickt von dem Mist. Das ist der Brötli, Nabil. Das weiß ich. Ach so, also. Oh, es kann so viel Bier, Junge, wie hier in diesem Mann fließt, glaube ich das sogar. Wir alle wissen, nee, das sage ich. Grüße aus dem Herz meiner Römer, aus meiner kleinen Hartz-IV-Wohnung in Frankfurt am Main. Euer Held der Scheiße. Bempel. Bempel, das machen wir jetzt zum Schluss. Die ist nicht zu schwer. Jetzt machen wir erstmal das hier. Das ist aber auch ein sehr eigenartiges Paket hier. Das ist schwer wie Sau. Das ist schwer wie Sau. Was ist denn das? Geliebter Max Radlersen. Erstmal der Brief, Bre. Was ist denn, hast du mich jetzt hier... Erstmal der Brief. Ja. Leider hast du in deinem Video namens 80b bei Minute 47 einen Pappumschlag mit dem unter anderem darin liegenden Brief achtlos beiseite gelegt. Das ist nicht in Ordnung. Da du zu Beginn des Videos aber erklärst, dass nichts verloren geht und alles noch einmal durchsucht wird, hast du jetzt die Chance, uns allen zu beweisen, dass du den Umschlag nach der Aufzeichnung geöffnet hast und daher jetzt, das ist dick, den Inhalt beschreiben kannst. Für den Fall, dass du dazu nicht in der Lage sein solltest, habe ich dir zur Strafe den gleichen Inhalt noch einmal an diesem Hefter beigefügt. Nachdem die alten Playboys in das Kfz-Stottersitz, für die Playboys würde ich mich interessieren. Die Playboys sind schon im Besitz vom Seibt und von Basti Winchester. Die legen die in ihre Werkstatt. Die haben sich sehr darüber gefreut.
Liegt das nicht unter dem Bett? Da sind keine nackten. Die sind von 1960, 70. Deswegen. Da war das noch Brüder. Ja, eben. Schickt weniger Playboys als in den 60ern. Mehr als in den 90ern. Aber so gut bei dir angekommen sind und der Cyber Survival Guide deine Oma hoffentlich fortan. Ach, das liegt bei den Büchern dort. Das ist für die Oma? Das ist ein Buch, was wirklich gut ist für die Oma. Habe ich das nie schon mal mitgebracht? Schickt mehr Bücher für die Oma. Das habe ich dir, glaube ich, mal mitgegeben. Das ist nein, so ein Tippbuch. Unterschlagen. Na gut. Ja. Davon abhält ihre Ersparnisse an. Nichts Diskriminierendes. Genau, sende ich. Bitte lauter, bitte lauter. Ein kleineres Paket als feinsten Brödel. Wieso packe ich so einen Scheiß aus? Lauter, bitte. Und lauter. Und Erlebnisartikel aller Art. Viel Vergnügen mit deinem Geschenkpaket aus dem Wohlstands, verwahrlosten und spätrömisch-dekadenten Westerlöhne wünscht dir dein Huhn des Schreckens. PS, Grüße gehen raus an Freshy Fresh. PPS, wusstest du, dass... Also ich finde das gerade hier nicht. Max, komm her. Das müsst ihr, ja. PBS, wusstest du das? Was? Wusstest du, dass dein Rechtsanwalt Joachim Steinhöfer ein wahres Multitalent ist? Ja, das wusste ich. Nicht nur, dass er als Werbefigur für den Mediamarkt Bekanntheit erlangt hat, sondern auch Ende der 80er Moderator bei Radio Schleswig-Holstein, einem der ersten bewahrten Radiosender gewesen ist. Das ist nichts Neues. Das ist nicht neu. Aber ich finde es schön, dass der Mann das weiß. Geht's ja noch weiter. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich will keine Buchlesung machen zu Harald, zum Moschsteiner. Bright Worldwide. Oh, herrlich. Ach ja. Das, jetzt mal im Ernst, da ist der Umschlag ja völlig an mir vorbeigegangen in dem Moment. Ja, das geht, manches geht an dir vorbei. Da muss ich mich entschuldigen, weil das sind ja schöne Sticker. Vielen Dank, dass du mir die nochmal... Er kann sich entschuldigen. Danke, dass du mir die nochmal geschickt hast. Gut, das ist geil. Hongkong. Das packst du mal irgendwann als hier. Nee, da können wir uns jetzt mal schon durchführen. Das ist eine sehr... Leute, ich hab's geschafft. Das mache ich aber auch nie wieder. Ich hab's geschafft. Eben, das sehe ich. Ich pack den, das pack ich nie als. Vater, du wühlst dich jetzt durch. Es gibt's kein Bier mehr. Nee, das musst du jetzt mal durch. Da muss ich mich ja durchwühlen. Du kannst das ist eine sehr schöne angeraute Jacke. Die sehr jetzt hopp doch mal den Beutel. Ich getraue mich das nicht. Das ist die Größe M. Die wird mir nie passen. Jacke. Sie sind beim ersten Mal alle so schüchtern. Das ist so, ich bin immer schüchtern. Die ist sehr warm, die Jacke. Kannst du die bitte anziehen? Sie auf keinen Fall. 5 Euro, wenn du sie jetzt anziehst. 7. Für 100 mehr hab Euro würde ich diese Jacke nicht anziehen. 8,50. Ich ziehe diese Jacke nicht an. 9 Euro gehe ich nicht. Nein, das ist, würdest du diese Mütze aufsetzen? Das ist alles so eng. Für 9 Euro? Nein. Liebe jeden. Man weiß ja nie, wo die war. Ja, auf welchem Kopf die schon alles drauf war. Oder auf welchem Hoden die saß. Spracht ihr nie von einem Playboy? Das ist auch interessant. Ne, da freut sich vielleicht der Onkel. Nee, da freut er sich nicht. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Von 1987, die könnten schon den ein oder anderen Euro auf dem Trödelmarkt. In dem Zustand sind die leider nichts mehr. Ah, aber das ist ein ideeller Wert. Was ist denn das? Das ist mit. Wie stehst du auf Neuland? Das ist eklig alles hier. Oh, herrlich, das Bier. Das ist ein Mixery. Nee, das ist ein Mixery. Das hat damit Bier nichts zu tun. Du sprichst gerade zahlreichen Dorftrotteln aus der Seele, die uns immer beleidigen, wenn wir das trinken. Dorftrotteln? Ja, diese Simpson-Fahrer, die mit ihrem Garagensuff. Diese sind hartere Sachen. Das sind für mich alles Dorftrottel. Die sollen, wenn wir ein Problem haben, die sollen alle rankommen. Ich hasse nichts mehr als Dorftrottel, wirklich. Die hauen immer zu. Ja, die kommen ja nie her. Hallo, dann kommt die genauso wie dieser Linsenwahnsinn dann über uns hier. Stell dir vor, 20 Dorftrottel an der Packstation. Es gibt keine Dorftrottel. Ich hoff's. Das fasse ich ja alles nie an. Da kannst du machen, was du willst. Wie du. Das ist nochmal so eine... Reiß das doch mal ab, beherzt auf, Mensch! Ich möchte das nicht. Das fasse ich nie wieder an hier. Ist das geil! Mixery, Ice Blue. Ist das alles geil. 05N20, da kannst du noch genießen. Ja. Öffne mich. Oh, das sind weitere? Zwei noch weitere? Zwei weitere Flaschen. Das fasse ich nie an. Das sind Zündkerzen. Schickt mir Zündkerzen. Völlig veraltete Zündkerzen. Feinste Kopfhörer. Donald Duck Bücher. Möchtest du die nicht zufällig mal aufsetzen, auf die Kopfhörer? Auf keinen Fall. Die sind ranzig. Was ist denn das? Das ist eine Dashcam. Dashcam. Da weißt du, was die schon alles gefilmt hat. Donald Duck Bücher. Öffne mich. Das müssen wir mal öffnen. Ja, Max, dann öffne das mal. Das kriegen wir noch hin. Ich lege mal die Flaschen hin. Lass ich schon mal die Flaschen. Die. Das vier große Abscheu. 79,90. Öffne mich. Ne, du musst es aufschneiden. Ne, hier. Ach, hier.
Das ist hier was völlig Veraltetes. Das sind 3D-Brillen. Das sind Hilfs-3D-Brillen. Hä? Das hat irgendwas mit Gaming zu tun, glaube ich. Das sind, wenn das 3D-Brillen sind, das sind völlig verranzte Sonnenbrillen. Ach so. Ja, na, wenn das nicht verranzt ist. John Lennon hat ihr ein Paket geschickt. Ist anscheinend. Das geil? Das ist, oh, ich muss das öfter mit dir das auspacken. Das ist so schön. Auf keinen Fall packe ich sowas nochmal aus. Das ist da was. Warum genau sollte ich das jetzt öffnen? Das weiß ich auch nicht. Das solltest du, da ist vielleicht noch was drin. Da war vielleicht eine Eule irgendwo versteckt noch. Ja, die ist weggeflogen. Die ist froh, dass das Ding aufgegangen ist. Ich glaube, hier ist jetzt, ich weiß nicht, warum du das jetzt öffnen solltest. Du kannst ja nochmal wegen den Brillen. Nee. 4,20 Euro, wenn du innen aufsitzt. Bruder, auf Ehre. Für die Gang. Lass auf, das muss lügen. Nicht hier dran. Ja, genau. So, jetzt musst du noch. Max, dann hast du das Bier redlich verdient. Ja, also, da krieg ich aber alles. Oh. Na gut, der Unge kriegt 2 Dosen. Ich werde nie wieder... Nee. Zeig mal. Der Stieb. Ja, komm, das schaffen wir. Bist du eine Maske an? Das ist ja eklig alles. Ja, das ist es ja. Das macht es ja erst so schön für die Leute, dass die zusehen, wie du den Ranz auspackst. Das ist so. Und das ist ja locker 10 Jahre alt. Eklig. Oh, das kommt aus dem Raucher aus halt. Riechst du das? Ein starker Raucher. Also. Das Max, ist der pure Ranz. Das ist ja wirklich ein FC Bayern. Verstehst du, wo ich mich täglich durchwühle? Verstehst du jetzt, warum? Hör mal auf, da kommt nur Mehl raus. Hier ist der Ekel. Da muss ich mir jetzt noch durch. Guck mal, hier. Falls ihr hört, ein altes RG28. Lass mal bitte zu hier. Ich muss weg. Das ist so eklig. Stell dir mal vor, das ist kein Mehl. Ich hatte ja gesagt, schickt mir kolumbianische Produkte. Ja, wenn sie ankommen, willst du sie nicht haben. Ja. Willst du bitte mal öffnen? Nein, auf keinen Fall. Ich fasse ja nichts mehr an. Im Übrigen, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, bin ich dran. Max, wir müssen uns heute ernsthaft verabschieden. Es kann sein, dass ich 8 Jahre nicht mehr zum Eispacken kommen kann. Aber das ist doch der größte Ranz. Das ist so eklig. Und ein 21er Familienkalender mit tollen Tipps und Tricks für weißes Pulver. Max Herzberg. Ah, das ist ja eklig. Ah, das ist ja abartig. Also. So ein Statement. Lass dich nochmal nieder, bitte, zum Abschied. Das hat mich jetzt hier umgehauen. Ja. Das war mein Ziel. Ich wollte dir einfach mal meine Welt zeigen, die ich hier. Das ist aber keine schöne Welt. Ich vergleiche mich manchmal mit so einem Kanalarbeiter. Du bist eine Kanalratte. Und von wem stamme ich ab? Vom Ratterich höchstpersönlich? Ah, das ist sehr eklig hier. Das mache ich nie wieder. Was man hier alles für eine Dose Bier macht. Ich muss weg. Bist du der Don? Ich bin der Pate, der Bierpate. BP, das ist nicht British Petrol, sondern der Bierpate. So ist immer oft mit diesen Weisheiten. Komm, mach mal das Band aus. Hallo. Max, du bist doch nicht ganz dicht.